Ja, also das ist das Brandenburger Tor. Sollte auch statt, also trotzdem, trotz dessen, dass es Deko ist, mit in das Wohngebiet rein, weil es auch einfach für die Bewohner einfach auch ein, ja, so ein, einfach ansehnlich ist und so. Ja, wir wollten das ins, Altbaugebiet mit einbringen. Wir haben ja zwei Gebiete, einmal ein Gebiet, wo nur Einfamilien und so wohnen, in kleineren Häusern mit Spielplätzen und kleineren Wegen, und ein Gebiet, wo ja, Hochhäuser und all sowas sind, wo halt Leute, die sich nicht so viel leisten können, beziehungsweise auch nicht so ein großes Haus brauchen, oder Wohnung halt, ja, darin wohnen können. Kannst du was erzählen? Ja, dann haben wir auf große Gebäude geachtet, wo da, wo halt Platz genutzt wird, und zwar indem man in die Höhe geht, und so haben auch mehrere Familien Platz auf kleinen Grundstücken, sage ich mal, aber wo es halt hochgebaut wird, und dadurch gibt es halt auch mehrere Wohnungen. Ja, und ja. Also bei den Häusern haben wir auch sehr viel darauf geachtet, dass viel Licht durchkommt, also mit viel Glas haben wir gearbeitet. Darunter haben wir auch die meisten Häuser mit Solarplatten versehen, darunter auch Wohnhäuser und ja, Büros, sage ich jetzt mal. Das sind Wohnhäuser, ja, im Wohnen. Ja, die Autos Büros haben wir auch mit Solarpanels ausgestattet, einfach weil wir fanden, dass Erdöl bzw. Erdgas in den nächsten Jahren nicht mehr als so, also die beste Lösung sein sollte. Deswegen sollten wir dann doch auf regenerative Energie achten. Ja. So, dann haben wir noch einige so andere Gebäude auch gebaut, die gar nicht zu unserem Bereich gehören. Aber nur weil wir wollten, dass die Leute nicht extra in ein Stadtviertel fahren müssen, um zum Beispiel in die Kirche zu gehen, sich was anzugucken oder irgendwo mal zu erholen. Also auch mit viel Grünflächen und auch viel Parks gearbeitet, damit nicht alles so aufeinander geklatscht wirkt und auch so ein bisschen ruhiger ist. Das sieht man ja auch hier gut. Wir haben jetzt auch wirklich darauf geachtet, dass das Stadtbild bzw. die Skyline von dem Gebiet, wo mehr so Hochhäuser sind, nicht durch so kleinere Häuser kaputt gemacht wird. Und auch die kleineren Häuser, wo halt Familien wohnen, nicht so eingeengt unter Hochhäusern sein müssen. Wir haben trotzdem, wollten wir, dass die Hochhäuser jetzt nicht ganz genau beieinander sind. Also wir wollten trotzdem zwar platzsparend, aber auch irgendwie schön bauen. Also auch Grünflächen und ja. Es soll auch einfach irgendwo auch noch erholsam sein, zu wohnen. Ja, dann unsere größte Sehenswürdigkeit ist eigentlich die Kathedrale. Da könnten wir jetzt auch mal reingehen. Ich muss ja noch hinfliegen, Gregor, was tust du mir an? Ja, also für die haben wir eigentlich sehr viel Zeit gebraucht und muss ich auch sagen, ist uns auch ganz gut gelungen. Und ja. Die haben wir zum Beispiel auch noch am letzten Tag innerhalb von einer halben bis einer Stunde aufgebaut. Also wir haben auch echt zügig gearbeitet, bei allen unseren Gebäuden eigentlich. Ich laufe gegen die Wand. Sonst hätten wir das die Ohren nie hinbekommen, alles so. Ja, und haben auch auf viele Kleinigkeiten geachtet. Wie zum Beispiel die Orgel da oben und unten so Spendenbehälter. Ja. Wo wir auch drauf geachtet haben, wegen Platz sparen, dass sowas wie Parkhäuser nicht mehr oben, also ganz normal so als Häuser dastehen, sondern unter der Erde halt sein sollen. Wir haben jetzt eins als Beispiel gebaut, wo halt auch ein Fahrstuhl eingebaut ist, dass die Leute auch mit einem Fahrstuhl hochfahren können, wenn das dann gebraucht wird. Wir haben auch jedes Haus mit einem, also wo es mehrere Etagen gibt, mit einem Fahrstuhl ausgestattet. Ja. Kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Wir haben die Wohnhäuser. Im unteren Bereich sind meistens in jedem größeren eine Art Lobby drin, wo man auch mal was essen kann, sich mal ausruhen kann und ja auch was zu trinken bestellen kann, dann hier die Fahrstühle auch bequem reingehen kann, dann auch nutzen kann. Das war eigentlich schon in dem Sinn unsere Stadt. Wir haben jetzt nicht wirklich noch
viel zu ergänzen. Also viel wurde ja schon gesagt mit Energien. Viel wurde ja schon gesagt mit den Energien und Platz sparen. Also ja, wir haben auch viele auf jeden Fall auf Licht geachtet, dass die Leute sich halt auch wirklich wohlfühlen können. Weil das ist auch eine der wichtigsten Sachen für uns, dass wir halt wirklich auch nicht so düster und dunkel. Die Hühner backen fest. Und dann haben wir noch, das hat Gregor gebaut, ist ihm sehr gut gelungen, einen Spielplatz, wenn ich hier runterkomme, mit einigen, also mitten in einem Gebiet, wo kaum Straßen sind, wo Eltern beruhigt ihre Kinder spielen lassen können, ohne dass sie Gefahr laufen, auf die Straße zu rennen. Ja, also wenn Gregor dann, ach, Norwegen nochmal hinterfliegen würde, das hier zum Beispiel ist unser Safe Gaming TV Turm, so haben wir ihn jetzt einfach mal genannt, der hier. Und ja, also fand mir eigentlich recht cool. Und Norik, fliegst du nochmal bitte nach links? Links, ja, links. Das ist eine Sehenswürdigkeit. Sehenswürdigkeit, ja. Und das Haus haben wir eigentlich gebaut, das da finden wir eigentlich ganz cool, weil hier geht eine Straße drunter durch. Platzsparend. Ja, und unten ist halt ein Café drin zum Beispiel, wo Leute was kaufen können. Was gibt's denn hier zu verkaufen? Ah ja, eine Diamanto. Okay. Ja. So. Ja. Ja, vielen Dank euch.